Glaubst du denn, dass Slomka endlich mal eine langfristige Lösung ist oder wird er auch nicht mal 150 Tage wie Van Marwijk schaffen? Ja, das weiß man immer nie. Fußball ist leider ein sehr schnelllebiges und kurzweiliges Geschäft. Allerdings hat er ja auch Vertrag für die zweite Liga. Ich denke, das ist auch nicht nur von ihm, sondern auch vom Verein ein Zeichen, dass man, wenn gewisse Dinge einfach nicht so laufen, wie man sich das vorstellt, trotzdem bereit ist, ein bisschen länger dran zu arbeiten. Aber Garantien gibt es im Fußball einfach nicht. Ich halte Mirko Slomka für einen Trainer, der zu einer gerade jungen Mannschaft sehr gut passt, der aus dem Jugendbereich auch kommt. Und das noch nicht allzu lange her ist, insofern also noch weiß, wie er junge Spieler zu packen hat und anzusprechen hat. Und deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es hier passen könnte. Darüber hinaus ist er ein sehr korrekt auftretender Mensch, sehr, sehr umgänglich auch. Und ich glaube, das tut dem Verein auch nach außen hin ziemlich gut. Was siehst du denn genau als Punkt? Was ist denn schiefgelaufen die letzten Wochen, Monate oder auch Jahre? Ja gut, in den letzten Wochen und Monaten waren es wahrscheinlich natürlich die mangelnde Punkteausbeute einfach in der Liga. Das ist aber Resultat von einer Menge anderen Sachen, die hier gegebenenfalls schon über Jahre, wenn nicht sogar noch länger, am Köcheln waren, am Schwelen waren. Es wird ja immer viel darüber gesprochen, dass der Verein eine neue Struktur braucht, einfach einen Umbruch braucht, eine Ausgliederung der Profiabteilung braucht, wie es viele andere große Vereine haben. Es ist immer gut, wenn es im Verein einen gewissen Konsens gibt, und der ist natürlich leichter zu finden, wenn die Gruppe der Entscheider kleiner ist. Beim HSV war sie sehr groß, das muss kein Nachteil sein, allerdings hat es ja gezeigt, dass es nicht immer alles in die richtige Richtung lief. So. Und ich denke, dass jetzt so nach und nach, jetzt sportlich, vielleicht im Sommer mit der Mitgliederabstimmung dann auch strukturell so ein Umbruch im Verein geschieht. Und ich glaube auch, dass es dem Verein gut täte. Wie erlebst du denn hier selber die Stimmung in Hamburg mit? Das, was die Fans im Moment auf die Beine stellen, das ist ja wirklich großartige Unterstützung. Alle 10 Minuten gibt es im Stadion Standing Ovation, auch wenn man 0-5 gegen Bayern hinten liegt. Wie erlebst du das hier mit, die Stimmung? Ja, wir bekommen das alle mit natürlich, also den Verein und auch die Stadt, gerade nach dem letzten Spiel gegen Dortmund, atmen natürlich so ein bisschen auf, und das hat sie auch verdient. Allerdings waren dazwischen natürlich auch ein paar unschöne Situationen, wo die Mannschaft in einer Phase, wo sie eh schon nicht ganz so selbstbewusst war, auch noch von den Fans wirklich attackiert wurde. Das sind immer so Randerscheinungen in dem Geschäft, die leider auch dazu gehören oder immer wieder vorkommen, aber eigentlich nicht sein sollten. Ich finde es gut, dass der Großteil der Fans zur Mannschaft hält. Man darf sich kritisch äußern, man darf auch mal nicht zufrieden sein und pfeifen. Es hilft der Mannschaft aber selten, wenn das Stadion 30 Minuten vor Schluss halb leer ist oder nur gebuht wird oder irgendwas beschädigt wird, was den Spielern gehört. Das macht halt keinen Sinn. Deswegen finde ich es gut, dass jetzt mittlerweile auch da wieder das Ganze so ein bisschen gekippt ist, die Stimmung wieder positiv ist, und ich hoffe, dass sportlich das Ganze so bleibt, damit auch die Fans weiter positiv bleiben können. Also unsere Blog-Trifft-Ball-Leser, die interessieren sich natürlich auch für den Amateursport. Verfolgst du das noch? Hast du da noch Interesse? Du hast ja auch bei Stelling gespielt früher. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das eigentlich komplett aus den Augen verloren habe. Ich habe jetzt natürlich mit der Regionalliga wieder zu tun, mit dem Hamburger Amateurfußball bis jetzt noch nicht. Aber ich fahre jetzt täglich wieder in Stelling an meiner alten Wirkungsstelle vorbei. Und habe mir auch schon überlegt, ob ich da nicht irgendwann mal irgendwas für den Verein auch tue, denn schließlich habe ich da quasi den Grundstein gelegt für das, was ich hinterher erleben durfte. Und ich möchte auch so ein bisschen wissen, was ist eigentlich, zumindest in dem Verein, wo ich tätig war, so die aktuelle Lage. Und das habe ich über die Jahre leider nicht sehr viel mitbekommen, aber ich glaube, ich werde mich da auch mal wieder informieren. Das war unser Interview mit Patrick Ovomoyela. Ovo muss jetzt noch ein bisschen hier im Hintergrund schuften, und unser Blog-Trifft-Ball-Tag ist beendet.